Herzlich willkommen zum European Soccer Report. In der spanischen Hauptstadt Madrid fand letzte Woche der vierte Gipfel zwischen der EU und dem Caribbean Forum, kurz CARIFORUM, statt. Besonders der Ausbau der bilateralen Beziehungen, der Klimawandel und die Bekämpfung von Naturkatastrophen standen auf dem Plan. Der spanische Premierminister Zapatero empfing die 16 Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas und der Karibik im Namen der EU. Den Debatten wohnten später auch der EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und der EU-Kommissionspräsident José Barroso bei. Natürlich war neben dem Ausbau des politischen Dialogs auch der Wiederaufbau Haitis einer der Kernpunkte der Konferenz. Die Spitzenpolitiker verpflichteten sich, Haitis Plan für nationalen Wiederaufbau und Entwicklung voll und ganz zu unterstützen. Die Außenministerin Barbados, Maxine McLean, erklärte dies zum wichtigsten Ziel des CARIFORUMs. Wir waren besonders darum besorgt, die Möglichkeit auszunutzen, die kritische Notlage unseres Schwesterlandes Haiti anzusprechen. Deshalb war es wichtig, dass wir uns damit befasst haben, wie mit dem Wiederaufbau des Landes fortzufahren ist. McLean deutete darauf hin, dass Haiti als herbes Beispiel dafür diene, was der Klimawandel anrichten könne. Dies betreffe vor allem die Region Lateinamerikas und der Karibik. Insofern müssten alle ökonomischen und politischen Entscheidungen unbedingt mit Blick auf den Klimawandel getroffen werden. Auch Ratspräsident Van Rompuy erkannte den Gipfel als außerordentlich wichtig an. Sowohl auf internationaler Ebene als auch in den jeweiligen Regionen werde eine enge Zusammenarbeit der EU mit den Staaten Lateinamerikas und der Karibik für zukünftige Prozesse von großer Wichtigkeit sein. Ich glaube, das Treffen stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Beziehung mit der Karibik dar und offenbart beiden Seiten wichtige Vorteile und Möglichkeiten. Die karibische Region ist mit am stärksten vom Klimawandel betroffen. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen spezifischen EU-CARIFORUM-Dialog zum Klimawandel in Gang zu setzen. Dieser besondere Klimagipfel soll besonders den Schutz der Karibikstaaten vor Naturkatastrophen adressieren und noch vor der UN-Klimakonferenz erfolgen, die Ende des Jahres im mexikanischen Cancun stattfindet. Und weiter geht's mit unserem nächsten Thema. 2 Milliarden Euro für die deutschen Hochschulen. So viel will der Bund in den kommenden 10 Jahren für eine Verbesserung der Lehre zur Verfügung stellen. Vergangene Woche traf sich Bundesbildungsministerin Annette Schavan mit rund 80 Spitzenvertretern der Länder, der Wirtschaft, der Hochschulen, der Gewerkschaften und der Studierenden zur ersten nationalen Bologna-Konferenz in Berlin. Von dem Geld soll mehr und besser qualifiziertes Personal eingestellt werden und die Beratung und Betreuung der Studierenden verbessert werden. Bildungsministerin Schavan bekundete, einen Dialog auf Augenhöhe zwischen den verschiedenen Interessenvertretungen erlebt zu haben. Deshalb wolle man diesen Prozess fortsetzen und künftig einmal pro Jahr eine nationale Bologna-Konferenz abhalten. Jedoch sahen nicht alle das Gespräch in einem so positiven Licht wie die offizielle Seite. 2 Milliarden Euro auf 10 Jahre verteilt heißt schließlich lediglich 200 Millionen Euro im Jahr. Bei den Geldern, die zur Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Umlauf sind, erscheint dieser Betrag minimal. So sahen das auch die an der Diskussion beteiligten Aktivisten. Sie verließen unter Protest den Saal. Zentrale Forderungen ihrerseits würden nicht ernst genommen und schon gar nicht erfüllt werden. Besonders Länder und Hochschulen ließen laut der Studenten immer noch keinen Willen zur Veränderung erkennen. Ein Dialog auf Augenhöhe wollte hier niemand gesehen haben. Stattdessen wurde zu bundesweiten Demonstrationen am 9. Juni aufgerufen. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.